Wann muss ich für das Jahr 2023, wenn ich als Rentner im Ausland lebe, eine Lebensbescheinigung abgeben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich lebe in Frankreich, beziehe eine deutsche Rente. Muss ich dieses Jahr im Jahr 2023 eine Lebensbescheinigung abgeben? Wenn ja, bis wann hat das zu erfolgen oder bis wann muss ich das machen? Das Thema Lebensbescheinigung ploppt ja bei uns wieder ganz massiv auf. Das ist jedes Jahr praktisch immer dasselbe Problem oder das gleiche Problem. Und es gibt so allgemeine Informationen, die ich Ihnen jetzt auch mal gerne darlegen möchte. Und zwar habe ich hier eine interessante Hinweis zu den Lebensbescheinigungen vom Postrentenservice der Deutschen Post AG gefunden. Und ich zeige Ihnen jetzt mal anhand des Beispiels für das Jahr 2022, wie das im Jahr 2023 auch abläuft. Das habe ich mir dann auch noch aus den FAQs der Deutschen Post nochmal rausgeholt, wie dort der Verfahrensablauf im Allgemeinen aussieht. So, gehen wir mal rüber zum Hinweis für die Lebensbescheinigung 2022. Das gilt auch für die Lebensbescheinigung 2023. Also, im Jahr 2022 wurde die Bestätigung wieder notwendig. Also diese Corona-bedingte Geschichte, dass da Lebensbescheinigungen nicht notwendig waren, ist ausgelaufen. Und wenn Sie also als rentenberechtigte Person einer deutschen Rentenleistung im Ausland leben, ob nun als deutscher Staatsbürger oder als Ausländer, erhalten Sie jährlich eine Lebensbescheinigung. Die wird ab Juni versandt. In den FAQs des Postrentenservice steht dann sogar geschrieben ab Juni, Juli 2023. Die müssen Sie dann unterschreiben, durch eine amtliche Stelle bestätigen lassen und im Original an die deutsche Rentenversicherung zurücksenden. Es kann jetzt aber sein, dass Sie eventuell in einem Ausland leben, mit dem ein elektronischer Sterbeabgleich durchgeführt wird. Ja? Hier steht zwar nur Abgleich, aber dahinter verbirgt sich Sterbeabgleich, durchgeführt wird. Wenn Sie also zum Beispiel in Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich und so weiter bis hin zum im Wohnsitz haben im Vereinigten Königreich, also Großbritannien, dann müssen Sie grundsätzlich keine Lebensbescheinigung mehr abgeben, weil die deutsche Rentenversicherung oder der Postrentenservice erfährt in der Regel sehr, sehr schnell durch die Standesämter dort vor Ort, wird das elektronisch gemeldet, wenn Sie in diesem Land leben und dort verstorben sind. Ja? Das heißt also, hier muss keine Lebensbescheinigung mehr ausgefüllt werden. Wenn Sie, das ist noch ein zweiter Fall, wo Sie nicht handeln müssen, eine Rentenanpassungsmitteilung bekommen, ohne das Formblatt Lebensbescheinigung, dann müssen Sie auch nichts tun. Dann sagt die Rentenversicherung von sich aus, ja, okay, der lebt, der oder die lebt. Dann brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Das steht hier ganz klar und eindeutig, auf den Hinweisen beim Postrentenservice geschrieben. Wenn Ihnen aber die Lebensbescheinigung per Post zugeht, dann bitte die Lebensbescheinigung zum einen nicht in die Ecke schmeißen, die Lebensbescheinigung prüfen, den Teil A mit Ihren persönlichen Angaben. Dann müssen Sie dort im Original unterschreiben, also mit Ihrer Unterschrift. Und dann müssen Sie bitte den Teil A mit dem Teil B der Lebensbescheinigung bei der amtlichen Stelle in dem Ausland, in dem Sie leben, die dafür zuständig sind, dann bestätigen lassen. Und dann schicken Sie bitte diese Bestätigung an den Postrentenservice nach Leipzig. Die genauen Kontaktdaten kann ich Ihnen dann noch weiter unten in diesem Hinweisblatt noch zeigen. Bitte senden Sie die Lebensbescheinigung bis spätestens 14. Oktober 2023 zurück. Hier steht zwar 2022, gilt aber auch im Jahr 2023. 14. Oktober 2023. Zurück. Wenn Ihnen bis Mitte August diesen Jahres 2023 keine Lebensbescheinigung vorliegt, nichts da ist, dann bitte in das Download-Center gehen und sich dort die Lebensbescheinigung bitte runterladen. Das Download-Center meine ich, das Download-Center der Deutschen Post. Ja, Sie finden dort im Postrentenservice relativ schnell im Download-Center die entsprechenden Lebensbescheinigungen. Da gibt es dann auch die Lebensbescheinigungen für die entsprechenden Länder. Das ist eine Riesenliste. Da finden Sie Lebensbescheinigungen für Brasilien, für die USA, für die Schweiz, für Frankreich und so weiter. Und das laden Sie bitte runter.
füllen den Teil A und Teil A selbstständig, also eigenständig aus, nehmen dann den Teil A und den Teil B mit ihren Passunterlagen und gehen zur entsprechenden Stelle und füllen das aus. Und sorgen bitte dafür, dass das Original bitte an die Deutsche Post AG, Niederlassung Rentenservice nach Leipzig, zugeschickt wird. Das sollte bitte auch bis zum 14. Oktober 2023 vorliegen. Ansonsten wird Ihre Rentenzahlung eingehalten. Und zwar wird die Rentenzahlung spätestens Ende November, also für den November 2023, dann einbehalten. Das heißt also, dass Sie hier ab November keine Rentenzahlung mehr erhalten. Und das wäre natürlich aus meiner Sicht ein bisschen doof, ja. Anhalten heißt nicht, dass man ihnen das Geld wegnimmt und streicht, sondern sie kriegen so lange das Geld nicht ausbezahlt, solange sie die Lebensbescheinigung nicht nachreichen. Und hier sind nochmal die Kontaktdaten, die für Sie ganz wichtig sind. Deutsche Post AG, Niederlassung Rentenservice 04078 Leipzig in Deutschland. Und Sie können das gerne auch schon mal vorab per Telefax oder per Mail schicken und dann mit eingeschriebenem Brief dahin schicken oder das Konsulat übernimmt hier die Versendung oder es gibt sogar eine elektronische Meldung über das Konsulat an den entsprechenden oder an die Deutsche Post, Postrentenservice. Das kann ja auch möglich sein. Also, Sie sehen, meine Damen und Herren, die Lebensbescheinigung muss im Grundsatz abgegeben werden. Davon gibt es Ausnahmen. Immer dann, wenn Sie in der Rentenanpassungsmitteilung keine Lebensbescheinigung mit drin haben, müssen Sie nichts tun. So sagt es die Hinweise des Postrentenservice. Oder Sie leben in einem Ausland, mit dem Deutschland einen sogenannten elektronischen Sterbeabgleich hat. Dann bekommen Sie im Regelfall auch keine Lebensbescheinigung mehr zugesandt. Sollten Sie sich aber nicht sicher sein, meine Damen und Herren, laden Sie doch einfach diese Lebensbescheinigung runter. Schicken Sie die bitte bis zum 14. Oktober 2023 an den Postrentenservice in dem Sichtbild, was ich Ihnen hier gezeigt habe, war es 22, der 14. Oktober 2022, gilt aber auch für das Jahr 2023. So meine Information. Und dann können Sie jeglichen Ärger aus dem Wege gehen. Näheres zum Thema Lebensbescheinigung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de und ich habe in einem nächsten Video Ihnen nochmal dargelegt, warum Sie eigentlich, aus welchem Rechtsgrund heraus Sie eigentlich eine Lebensbescheinigung abgeben müssen, wo die Rechtsgrundlage dafür ist, dass Sie ein solches Formular überhaupt abgeben müssen. Denn wenn Sie nämlich in Deutschland leben, müssen Sie ja keine Lebensbescheinigung abgeben. Ich wünsche eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.